Weißt du was? Geht aufs Haus, Digge. Ich bin heute. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas. Sie. Nein. Einer der neuen Einwanderer starb, aber. Sehen Sie sich um. Ich hab. Ja, ja. Na. Ich höre mir gar nicht dein dämliches Geklage an. Du hast den Schiss gebaut, der dich in all diese Probleme gebracht hat. Und da lasse ich mir gar nichts einreden. So, 575. Ja, da werden wir was los. Moment, wir hatten doch hier eine Pfeilpistole, genau. So, hinter. So, dann hat er 115 noch. 115. Das reicht für das hier. Alter, das ist aber auch ein. Ist aber auch ein Bescheißer, ne? Der Typ. So langsam werde ich wirklich einigermaßen fahrig. Okay, warte mal. Oh, der gibt wirklich wenig Kohle, ne? Aber immerhin, Ocken sind Ocken. So, das sind 82. Ich denke mal, weniger als 100 wird er dafür nicht haben wollen. 83, ich guck mal. 26. Kriege ich das auch noch hin? Dass ich 27 ihm so in die Nase drücke? In die Nase. Nee, das ist ein bisschen viel. Ich will ihm wirklich nichts schenken. Das ist schwer hier. Ja, perfekt. Danke. Bis dann. Krampe. Willkommen im Potomac Attire. Ich glaube, die Ihnen bitte in Rivet City werde ich wahrscheinlich tatsächlich noch wegmachen, weil deren doofes Gelaber, ich habe denen nichts getan. Komm. Das waren jetzt ein paar Ocken mehr, aber 179.000. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas. Bis bald. Hallo. Das Wasser auf dem Schiff ist nicht viel besser. Gestern gab es irgendeinen Kampf in der Stadt. So. Nächster Halt: Geschichtsmuseum. Ach so, ich kann ja von hier aus nicht fahren. Meinte, es wurde über eine Stunde lang geschossen. Es war so laut letzte Nacht, ich konnte kaum schlafen. Vielleicht gibt es irgendein gutes Schlafmittel. Am Ende kriegen die hier alle noch richtig Ärger. Wo ist jetzt das Geschichtsmuseum? Da genau. Ach ja, geknackte Schlösser 349. Ich würde gerne noch die 350 vollkriegen. Alter, ich werde langsam ein bisschen. Sie noch nicht einmal daran, etwas zu versuchen. Willow, wir hatten bisher eigentlich immer gar kein Beef miteinander. Das könnte sich sehr schnell mal ändern. Alter, warum werden auf einmal alle so unfreundlich? Wahrscheinlich, weil ich jede Menge Ocken auf Tasche habe und die ganz einfach denken, Alter, jemand, der so dicke Hosen hat, ne? Der hat sicherlich reichlich Scheuße gebaut. Und natürlich habe ich Scheuße gebaut, ist klar. Versuchen Sie einfach, niemanden zu töten, während Sie hier drin sind. Ich versuche es, Kollege. Ich habe genau das. So. Schau. Das wollen wir hoffen. Aber ich will eigentlich gar nichts von dir kaufen. Guck mal. Ich habe da eher. Habe ich was für Sie? Ich glaube. Diese Talon-Kampfrüstung, Verkaufe ich die Vampirklinge? Hey, ich verkaufe die jetzt.
so, wir werden nicht leer sein, wenn wir hier rauskommen. Das sind 40, 110. Okay, lass mich mal schauen, was ich hier noch machen kann. Weißt du was? Ich versuche hier mal 120 von den Patronen hier zu verscherbeln. Alter, dass wir noch mal so reich sein werden. Weißt du was? Guck hier. Oh, das sieht gut aus. Das sind 6, 7, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Kriege ich das hin? Moment. Ich versuche mir mal 3 von denen hier in die Tasche zu schieben und 2. Nochmal. Das wird immer enger. Weißt du was, komm, dann kriegst du 2 von denen und dann, falls wir das hinkriegen, überhaupt abzumessen. Ja, das geht. Super. So, und somit. Bams. Danke. Bitte. Und bis. Gut. Wenn sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Wenn du nicht die Schnauze hältst, haben wir ein Problem. Weißt du was? Ehe ich jetzt die ganze Zeit anfange, Munition zu verkaufen. Solche wie dich gibt's hier unten nicht oft. Ja, vor allen Dingen mit so vielen Locken. So. Und so vielen Stimmpacks. Wie viele Stimmpacks habe ich eigentlich? Lass mich mal sehen. Gegenstände. Hilfe. 5725. Der Horsti meinte, ich würde die 5000 nicht schaffen. Ich nehme an, wir werden noch die 6000 schaffen. Alter, aber das wird sowas von schon wieder anderthalb Folgen dabei fast. Okay. Aber warum Willow mich eben blöd angemacht hat? Hier draußen gibt es doch nichts zu holen. So, rüber nach Megaton. Und wenn wir mit Verkaufen fertig sind, muss gleich mal den letzten Kaffee eingießen. Ah! Oh, jetzt habe ich hier voll den Bodensatz mit dem Pfeffer in den Hals gegossen. Das ist cool. Erstmal eine Runde Tee. Also einfacher Schwarztee mit Honig. Ja. Eine gute Mischung. So. Ja, ich hole noch mal hier ein wenig vom Crafting-Material aus dem Schrank. Und es wird wirklich nicht mehr gecraftet. Elektrische Leiter. Ich versuche sie mal alle einzupacken. Ja, passiert sogar das. Die Blechdosen. Das cool. Dampfanzeigen wiegen 10. Ich nehme die mal raus. Jetzt bin ich überlastet. Aber das hat überhaupt. Was machst du denn da? Du sollst meinen Weihnachtsbaum nicht besteigen. Sharon, ja, benimm dich. Alles klar. Ja, das hoffe ich, dass alles klar ist. Also, Abraxo. Zack. Blechdosen. Zack. Dampfanzeigen kann er wahrscheinlich nicht. Ja, das ist klar. Dann gebe ich ihm die Hälfte. Nein, gebe ich ihm. Hier nimmst du 7, Digga. Alter, nein. Nimmst du 7? Nein, will er nicht. Er will zu 6 haben. 6 will jeder. Sag ich doch. Guti. Wäre wirklich schön, wenn er so eine Gewichtsanzeige, also so eine Tragfähigkeitsanzeige hätte. So. Ich will mich immer nicht verklicken. Ja, ja, du wirst mir folgen. Du siehst aus wie ein Weihnachtsbaum, weißt du das? Ich weiß, selber Weihnachtsbaum. Druckkochtöpfe. Oh, und schon bin ich auch voll. Was wiegt denn so ein Druckkochtopf? 5. Kann ich vielleicht ihm noch einen Druckkochtopf ins Gepäck schmeißen? Nee, keine Chance. Okay. Aber ihr seht,
wir sind mit dem Crafting-Material schon bei D vom Alphabet. Wie spät ist es denn? Was habe ich hier eigentlich noch alles drin? Supermutanten-Blutproben, die nehme ich mal mit. Vorkriegsbücher auch und die Kameras. Ja, das ist scheiße. Warte mal. Was passiert, wenn ich die Vorkriegsbücher, wie viel wiegen die? Scheiße. Ja, eine Kamera muss hier bleiben. Eine Kamera muss hier bleiben. Ja, okay, also das geht schon mal nicht. Okay, pass mal auf. 14 Stunden, dann dürfte es wieder Tag sein. Da target es. Jetzt wäre eigentlich eine gute Chance gewesen, den letzten Kaffee einzugießen. Ich bin mal gespannt, wie viele Stunden das heute werden und ob wir dann wirklich am Ende fertig sind oder ob ich tatsächlich noch eine kleine Sitzung hinten dranhängen muss. So, es ist Tag und wir reisen. Wenn ich das Geschichtsmuseum suche, dann finde ich es meistens nicht so. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, wie viel vom Material wir jetzt noch loswerden. Also wir haben hier noch das Geschichtsmuseum, dann haben wir noch Canterbury Commons. Und wenn wir ganz viel Glück haben, ist sogar in Big Town Red's Clinic wieder restockt und können da wieder verkaufen. Also es läuft. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Was darf's denn sein? Dag. Weiß doch Bescheid, ne? Stimpaks her, mein Guter. Oh yeah. Dampfanzeigen. Kannst du 20 Stück kaufen? Natürlich kann er das. Ein Druckkochtopf. Zwei Stück? Ja. Okay, und dann haben wir hier noch... ich habe ja noch viel mehr Sachen. Die Blutproben muss ich noch abgeben. Ich überlege jetzt... Hä? Ich hatte so wenig Material auf den Knochen. Er wiegt ja auch eine Menge. Ja, komm. Dann hat er noch 300... Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Ich... Okay. Ja, Sharon. Frau Stone, ich habe da noch... alles klar. Bedarf. Oh, oh, oh. Okay. Das kriege ich tatsächlich alles rüber. Und ich bin... Genau. Das wirst du tun. Hallo. Da. Okay. Die 300 Ocken werde ich wohl ganz schnell vollkriegen. Mhm. So wenig? Für all das? Warte, das machen wir Schritt für Schritt, weil das könnte knapp werden. Nö, eigentlich nicht so sehr. Okay, 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 okay. Kein Problem. Kriegen wir alles. Das sind 77. Krieg ich 77 abgemessen von denen? Erstmal nicht. So, das sind 24. Ach komm. Stimmt so, Digga. Danke. Bitte. Ja. Jetzt gehen wir nach oben. Zur Dame mit dem... Lange nicht gesehen. Wie geht's denn so? Klasse. Ich befinde mich auf dem Weg zu 200.000 Ocken. Muss eine alte Frau lange verstricken. Also. wenn die Dame überhaupt...
Ja, falls sie ist es da. Was zu essen sein. Ja, ja, ist ja gut. So. Du hast Stimmbugs, ne? Okay, das ist gut. Das ist gerecht. Also 300 sollten gehen. Warum habe ich noch elektrische Leiter? Bin ich ein Blöd oder was? Nicht antworten. So, das sind 179, 189. Dann versuche ich es mal mit 190. Wenn ich die hier abgemessen kriege. Bitte. Das sind 192. Also wenn das passt. Digge. Ja gut, kriegen wir schon. Alter. Erstmal so. Jetzt nochmal 6. Kriege ich 2 von denen. Ach bitte, das wird wohl klappen, oder? Ach komm, dann 3. Mir auch egal. Ein Ocken, mehr oder weniger. Geben Sie mir Bescheid, wenn... Ich muss jetzt los, Digge. So. Ja, somit hätten wir das Geschichtsmuseum... Somit hätten wir das Geschichtsmuseum auch durch. Ja, wir haben ja die dicken, fetten Knödel haben wir ja noch auf Tasche. Also das Ding ist, der ganze Kühlschrank ist voller fetter Waffen. Das wird nochmal ordentlich. Und die ganze Muni, Degorowski. Ja. Warte. Was machst du denn da? Zurück nach Megaton. Megaton holen wir noch mal aus dem Crafting-Schrank, was wir können. Alter Schwede, ihr glaubt gar nicht, wie aufreibend das teilweise ist. Jetzt nichts. Giftdrüse des Radskorpions wiegt einen. Okay, alles klar. Oh, Kernspaltungsbatterien. Das wird fett. Jupp. Ich glaube nicht. Dieser Ort gefällt mir gar nicht. Das ist meine Hütte, Digga. Alles klar. Ja, das will ich jetzt langsam mal hoffen. Was ist mit dir los, Vogel? So, kannst du 20 Kernspaltungs... Sharon, du musst noch weiter ins Fitnessstudio. 15? Was kannst du überhaupt? So, dann noch, kann ich hier die 25 Giftdrüsen des Radskorpions? Ja, die kann ich hier natürlich reinschieben, ne? Das gehört sich nicht. 2. Geht. Okay. Eine. Nö, nicht mal das. Okay. Ja. Und ich. Das ist gut. Die Frage ist, kriegen wir das alles verkauft, den ganzen Klumpatsch? So, hier haben wir Lackierpistolen, die wiegen 5. Okay. Das heißt. Ach. Ich bin schon überfüllt. Scheiße. Kernspaltungsbatterien wiegen 10 und wir haben 18 zu viel. Geht das? Jo. Das wird noch dauern, ne? Motorrad-Benzintank ist auch ziemlich schwer. Aber guckt mal, wir kommen langsam durch. Coming through. Gut. Ja, raus hier. Nach Canterbury Commons. Ja, wahrscheinlich werde ich diese Folgen hier... Darf man fragen, was das soll? Was ist los? Was das soll? Was denn? Ja. Sehen Sie sich die Speisekarte an und sagen Sie mir, was ich für Sie tun kann. Ja, nimm mal, gib mal Stimmpacks.
und du kriegst dafür jede Menge Kernspaltungsbatterien. Was hältst du davon? Warte mal, wie viel? Wert 75. Alter Schwede, da können wir ihm mindestens 10 schon mal von veräumeln. Und dann noch mal, ich würde sagen, wie sieht's aus mit 5? So, und jetzt 39. Was kann man ihm für 39 noch verscherbeln? Ja, ich weiß, unser guter, weißt du was? Wir verkaufen ihm 40 Schuss. Das muss ja eh weg. Oh, 39. Ja, und dann nochmal 1 oder 2 von denen hier. Eine. Okay. Und dann das wird nichts, Kollege. Ja, ich suche irgendwas. Weißt du, da wir nicht mehr viel knacken müssen, verkaufe ich ihm 2 hiervon. Muss ja auch weg. Alles muss raus. 180.000 Ocken. Geben Sie mir Bescheid, wenn... Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich werde ich diese Folgen hier Handelsmarathon 1 bis so und so nennen, mit jeweils der Ockenzahl und Stimmpackanzahl hinten dran.